Herzlich willkommen zu den Hunter News heute am 6.10.2016. Ja, was gibt es Neues in dieser Woche? Zuerst mal gestern Mittwoch, den 15.10., wurde eine neue Waffe eingespielt. Und zwar diese schöne Stallion heißt sie. Die gibt es ab sofort im Shop unter dem Reiter Handfeuerwaffen zu kaufen für euch. Sie ist auf Brombeeren, Eisbären, Elch, Rentier, Roswildwappi, dies Rothirsch, Schwarzbär, verwildertes Schwein und Wildschwein zugelassen. Sie kostet im Shop 1000 EM Dollar oder EMS. Ja, und ich habe mir die Waffe erstmal nicht gekauft, weil ich leider noch relativ viele Waffen habe zum Vollmachen, also 1000 Abschüsse. Und ich kann sie euch leider nicht zeigen, wie sie sich anhört und so weiter und so fort. Es ist eine neue Woche, also Donnerstag von Donnerstag ist immer für die, die The Hunter Free spielen, also da nichts bezahlen und so weiter, immer verschiedene Tiere frei. Diese Woche haben wir Elch und Wildschwein ist diese Woche freigegeben für die Jagd. So, und was gibt es sonst noch Neues? Gerade ist das Status-Update raus und wir wissen nun endlich, wie das neue Revier oder Jagdgebiet heißen wird. Es heißt Timbergold Trails. Ja, dafür haben sie sich entschieden und es soll die Farbe und die Bäume und die Blätter widerspiegeln, deswegen haben sie dies genommen. Ja, außerdem sind sie im Moment dran, das Logo zu designen, was sie erst später enthüllen werden. Zusätzlich gab es jetzt noch zwei Bilder von den Bighorn-Schafen, die ich euch natürlich auch nicht vorenthalten will. Das wäre mal das erste. Und ich finde, es sieht schon hammerst aus. Und ein zweites aus der Nähe. Und ja, es ist einfach schön, die Hörner und die Rillen in den Hörnern gut dargestellt. Einfach nur schön. Ja, außerdem wurde der Rucksack verlost und ist anscheinend auch schon unterwegs zum Gewinner. Und des Weiteren gibt es für alle, die in My Hunting Shop was erwerben wollen, mit dem Gutscheincode der Hunter 2016 einen Rabatt, einen kleinen. Es gibt aber einen Mindestbestellwert. Ja, und das war's dann auch von mir heute von The Hunter News. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen da. Ein Abo wäre schön. Ich wünsche euch jetzt schon ein wunderschönes Wochenende. Macht's gut. Ciao und tschüss.